ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer und Guido Kanz. Was machen wir jetzt? Das sage ich dir jetzt. Wir drehen TikTok-Videos. Eigentlich ist die beliebte Internetplattform eher bei Jugendlichen angesagt, aber auch die Tagesschau ist dort aktiv. Unter anderem mit Jan Hyperhofer alias Krawattenman. Besonders beliebt bei TikTok sind die Challenges. Videos zum Nachmachen mit kleinen oder großen Herausforderungen. Wie zum Beispiel diese Hand-Challenge. Aber Hand-Challenge geht auch Ü30. Wir legen heute die Judith Rakers von der Tagesschau rein. Also ich war schlecht. Ich auch. Nicht schlimm. Judith Rakers wird das sicher noch toppen. Gegen 17.30 Uhr geht Judith in ihre vertraute Garderobe. Alles wie immer, nur anders. Denn überall sind heute Kameras versteckt. Selbst im Knopfloch ihrer Maskenbildnerin. Gut, die Bilder wackeln zwar ein bisschen, aber Leute, hey, so geht Filmen 2020. In Judiths Terminkalender steht zwar, dass sie heute mit Anna hier vom Social-Media-Team der Tagesschau zwei Videos für TikTok drehen soll, aber da steht auch, dass sie für die wichtigen 20-Uhr-Nachrichten eingeplant ist. Das eine gucken Kids im Netz, das andere die komplette Nation. Was jetzt für die... Also zwei TikToks. Einer mit Jan Hofer, da geht es um irgendwelche Begrüßungsszenen. Mhm. Und einer, da geht es um meine Haare. Also ein bisschen Quatschikato auch, also jetzt nicht ernsthaft, ne? Ja, ja. So Tipps geben. Ja. Quatschikato und provisorisch gestylt geht's ins Allerheiligste, das Tagesschau-Studio. Dort soll Netzvideo Nummer 1 gedreht werden, eine Begrüßung à la TikTok. Ellbogencheck und so darf man ja eigentlich auch nicht machen, ne? Weil da kommt man sich ja auch zu nah. Und deswegen haben wir jetzt so eine Handkombination gemacht. Ich habe so ein Video mitgebracht. Mhm. Ist relativ einfach, das kriegt ihr so hin. Klar, einfach gucken und dann machen. Also so schnell kriege ich das nicht hin. Komm nochmal? Ja. Hättet ihr euch uns vielleicht mal früher schicken können? Zum Üben? Das kriegt ihr hin. Sie können es schon? Ich denke mal ja. Also Jan, mach noch mal so, ruhig mit. So? Genau. So? Ja, perfekt. So? Genau. Gut, Jan hat sich ein bisschen vorbereitet und Anna findet eh alles, was der Hofer so macht, tippitoppi. Ja, tippitoppi. Ich kann das genau so schnell nicht. Bei Judith läuft's noch nicht ganz so tippitoppi. Oh ja, ja. Das sind ja, wie viele? 10 Sachen waren das, glaube ich. Das ist relativ einfach. Ich mach erst hoch, runter. Ja. Ich kann gar nicht so schnell gucken. Sonst guck ruhig mal bei Jan. Jan hat das gerade schon ganz gut. Ja, aber ich kann ja jetzt hier nicht stehen und die ganze Zeit gucken. Oder ich stelle euch gegenüber. Die Idee. Das wäre schon gut, wenn das auch gut aussieht dann. So. Da. Wir probieren das noch mal. Ich krieg das jetzt nicht hin. Dann soll sie auf jeden Fall mal interessiert zugucken. Und singen soll sie auch, Judiths 100 liebstes Hobby. Singen wäre auch cool. Sing ist gut. Sing ist cool. Auf den Text sowas wie, hey, wir sind Jan Hofer und Judith Rakers von der Tagesschau. Ich, ganz ehrlich, nein. Mach ich nicht. Schlimmer ist nur noch tanzen oder wie man heute sagt, bouncen. Kannst du so ein bisschen bouncen dabei? Ja, aber ich bin noch keine Tänzerin, Leute. So. Ey. Bouncen geht gar nicht, vielleicht aber ja... Ein bisschen raven. Ja, ist gut. Ich war ja eigentlich als Tagesschau-Sprecherin gebucht worden. Jan ist ja auch dabei. Ja gut, okay, nochmal. Okay, wenn der Chef das macht, macht man halt mit. Okay. Frau, warte, ich mach von vorne. Genau. Perfetto. Oder? Super. Perfekt. Dann tschüss. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Ich genau. Nicht. Ach komm, kann man so machen. Es gibt doch Filter. Gangnam Style. Zurück in der Garderobe lässt Judith erstmal Dampf ab. Die sind richtig frech geworden. Sie oder wer? Ja, sie. Das, ja, Mist, das ist aber ein Video. Das ist aber. Ist ja. Ich kann's aber nicht. Ah, dann kannst du ja auch singen. Du könntest singen: Hallo, wir sind Judith und Jan von der Tagesschau. Wir machen. Ich so, nee. Ja, dann tanz. Kannst du nicht tanzen? Nee. Und auch nicht singen? Möchte ich nicht. Nee. Okay. Nee, sag mal. Ich musste sehr massiv werden. Die hat das nicht. Die hat nicht abgelassen. Also, ich kann es jetzt nicht.
Ja, wir nehmen es jetzt auf. Ich so, ich kann es doch nicht. Was soll ich denn machen? Ja, ist doch nicht so schwer. Ich so, du merkst ja, ich kann es nicht. So klappt es dann auch nicht besser, ne? Ich kann es mir nicht merken. Aber ehrgeizig ist sie schon. Sie übt und übt den Hofer-Move. Ist ja noch Zeit. Kann das so schnell nicht? Naja, schnell. Immerhin ist sie schon eine Dreiviertelstunde dran. Mit mäßigem Erfolg. Nochmal. Egal, wie oft Judith es versucht, und sie versucht es wirklich oft, irgendwie kann sie das nicht. Kann das nicht. Muss ich da wohl auch nicht können, oder? Naja, Hauptsache, ihr Tagesschau-Einsatz ist nicht gefährdet und die Zeit rast wie verrückt. 20 nach muss ich spätestens hier raus sein. Da passt der TikTok-Dreh gar nicht. Jetzt wird es sonst zu spät. Also schicken wir schnell Anna und ihr Team rein. Es gibt ja noch ein zweites Video, bei dem eine Menge schiefgehen kann. Okay, genau. Wir hatten jetzt ja, das, was wir jetzt machen wollen, ist ja so ein Behind-the-Scenes-Eindruck. Einfach, dass man weiß, ne, wie sieht dein Finish nochmal aus. Also, was so deine Tipps für perfektes, wie das dein Haar ist, einfach. Glänzendes. Genau. Ja, genau. Ja. Mhm. Aber es war halt ein bisschen lustig. Das ist nicht ernst gemeint. Oder? Ja, okay. Und wir machen es noch ein bisschen lustiger. Noch 45 Minuten bis zur Tagesschau. Normalerweise reicht das locker zum Stylen. Bisher hat Judith die Sendung immer mit perfekt glänzendem Haar moderiert. Aber heute wird das wohl nichts. Denn wir haben eine zweite Bürste präpariert mit giftgrüner Farbe. Gudi. Ich mach so ein bisschen Tüdelüt hier, ne? Ja, genau. Erstmal kriegt Judith das Tüdelüt gar nicht mit. Ne, reden. Ja, oder? Genau. Läuft alles. Also das Wichtigste, um glänzende Haare zu kriegen, ist natürlich das Kämmen. Wie viele Bürstenstriche machen wir? Ich glaube 100. 100. 100 Bürstenstriche, das könnte reichen, um aus strahlendem Blond giftiges Grün zu machen. Und das lasse ich dann nur trocknen und so komme ich in die Tagesschau. Ach du Scheiße, Judith. Gut, dass du mitgeguckt hast, Mensch. Was ist passiert? Warum ist das grün? Weiß ich nicht. Mag wohl an der Bürste liegen. Schnell austauschen. Hast du da jetzt grüne Farbe reingesprüht? Ich hab nichts in grün. Oh, ich war das grade... in der Bürste? Nee. Woher muss das doch kommen? Wir haben doch alles benutzt, was wir sonst auch benutzen. Das kann oxidieren, ne? Was? Das hat doch noch nie oxidiert. Das kann aber reagieren mit deinem Haarspray. Aber das nehme ich doch immer. Gut, das habe ich noch nicht benutzt hier. Und dann probier das mal. Das TikTok-Team macht sich still und heimlich aus dem Staub. Ja, das hatte ich noch nie. Das kann doch nicht sein. Nein, das sind ja richtige so Flecken. Haare waschen? 20 nach. Scheiße. Das schaffen wir doch jetzt nicht. Stimmt, das wird knapp, aber wir können ja immer noch Jan fragen. Können wir Jan fragen? Wirklich, Judith, das geht nicht. Was machen wir denn jetzt? Frag bitte Jan, der ist doch gerade erst raus. Der ist geschminkt, der ist vor 2 Minuten erst raus. Hallo? Hallo Chef, sind Sie noch in der Nähe? Eigentlich nicht, warum? Können Sie die 20 Uhr machen? Was? Ja, meine Haare sind gerade grün geworden. Oh Gott. Ja, also ich bin völlig fassungslos. Ich habe das auch noch nie gehabt. Ich habe richtig grüne, als ob ich das... Okay, ich versuche was in Bewegung zu setzen, ja? Also ich kann auch natürlich mit grünen Haaren vor die Kamera gehen, aber... Ah, nee, das haben wir ja morgen die Bildzeitung, aber wollen Sie es unbedingt? Ich rufe jetzt meine Redaktion an, ja? Sag Ihnen Bescheid, ja? Okay, bis gleich. Tschüss. 10 Minuten später und Herr Hofer hat immer noch nicht angerufen. Oder wir gehen Haare waschen. Ich verstehe das nicht. Du nicht, aber wir. Nur noch 20 Minuten. Frau Rakers versucht zu retten, was zu retten ist. Mann, ich will nach Hause. Das ist ja schrecklich. Vollkommen richtig, wenn endlich mal der Hofer anrufen würde. Gott sei Dank. Gehst du mal dran, bitte? Ja. Und ich gebe den Chef. Ja, Hofer hier. Ja, wir finden niemanden für die 20 Uhr Nachrichten. Scheiße. Was denn? Es gibt keinen Sprecher. Ganz schlecht. Okay, ciao. Ups, Gas geben. Judiths erstes Mal mit zweitem Föhn. Zweiter Föhn? Wir haben hier keinen zweiten Föhn.
Wir brauchen Sprecher für die 20 Uhr. Schnell! Schnell! Oder alternativ einen zweiten Föhn. Da ist doch einer! Dass sie den vorher nicht gefunden hat, komisch. Die zwei blasen zum letzten Angriff. Irgendwie muss das noch zu schaffen sein. Es wird knapp, aber es könnte klappen. Und da taucht plötzlich Jan Hofer auf. Chefredaktion möchte gerne, dass das jemand anders macht. Hä? Ja, da. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ach, Bobby, das gibt's doch nicht! Die blonde Tagesschausprecherin Judith Rakers ist heute in einem Fernsehstudio in Hamburg reingelegt worden. Verantwortlich dafür waren Jan Hofer und der blonde Mann, der jetzt bei Judith Rakers in die Garderobe reingeht. Ja, und ich kann nicht beruhigen, du musst nicht sprechen heute Abend. Wir haben das geregelt. Jan übernimmt für heute. Okay, das gibt's doch nicht. Die arme Judith, aber hat gut geklappt, ne? Hat gut geklappt, ja. Also, wenn ihr unseren Verstehen Sie Spaß YouTube-Kanal abonnieren wollt, dann bitte hier klicken. Und fürs nächste Video hier.